Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Figure Unboxing Video. Und wie immer ist der Staub das Problem. Und zwar geht es heute um Azur Lane Baltimore 1:7 Finish Line Flag Bearer Version von Apex Innovation. Ist ungefähr 240 mm hoch und kostet rund 20, sagen wir mal eher 21.000 Yen. Wenn er sie gekauft hat, bevor sie rauskam. Das hier ist eine gebrauchte Figur. Ich habe mir von denen, die wo so Racing-Ding haben, gibt es ja eh schon öfter mal welche. Können Sie sich irgendwie weiter vorstellen, damit es irgendwie mehr im Mittelpunkt steht. Gibt es ja schon mehr Figuren, beziehungsweise sind mehr. Es gibt ja diese Mikro-Racing-Figuren und dann gibt es von Fate Stay Night oder beziehungsweise von Fate gibt es einige Figuren. Und, achso ja, kurze Info, ich nehme mir mehrere Videos nacheinander auf, deswegen schaue ich immer gleich aus. Ich habe immer keinen Bock, mich extra umzuziehen, nur weil ich 3-4 Videos nacheinander aufnehme, um sie dann zu schneiden. Jedenfalls nicht immer. Und die hat mich eigentlich nicht interessiert, weil ich nicht so viele Azur Lane Figuren gesammelt habe oder sonst irgendwas. Dann dachte ich mir so, ja, Racing Ding muss ich nicht unbedingt haben. Dann kam sie raus. Oder nee, sie kam. Es kam die Ankündigung, dass von der Prinz Eugen eine kommt. Die habe ich mir sofort vorbestellt, die auch für diesen Racing Thema ist und auch zu diesem Diorama dann passt. Vor Prinz Eugen ist noch eine andere angekündigt worden. Die habe ich mir dann nicht bestellt. Und dann kam plötzlich die raus und dann sah ich die so und dann so, eigentlich gefällt sie dir vom Style her schon echt. Ich meine, klar, die hat jetzt ein bisschen wenig an. Ja gut, Azur Lane hat immer wenig an. Aber ich fand den Style eigentlich schon irgendwie ganz cool. Und dann schaue ich so, fuck, ausverkauft. Wie gesagt, die kostet neu 21.000 Yen. Dann dachte ich mir, naja, vielleicht findest du im Aftermarket immer wieder mal. Vor allem, weil ich jetzt die anderen habe, oder beziehungsweise die eine vorbestellt habe, möchtest du natürlich die anderen auch haben. Die kostet im Aftermarket als Standardversion fast neu, beziehungsweise A-Produkt, kostet sie 30.000 Yen teilweise. Ich habe jetzt wieder gesehen, die ist wieder ab und zu auf 27.000 Yen runter, also die kostet rund fast 100 Euro mehr, oder 70 bis 100 Euro mehr, als sie eigentlich gekostet hat. Dann habe ich immer wieder reingeschaut, da war mal eine für 23.000 Yen drin, keine Ahnung was, und dann kam,
Ich habe irgendwann Spätschicht gehabt und dann bin ich dann meistens eh bis 2, 3 Uhr nachts wach und da tut ein Ami-Ami meistens die neuen Figuren rein, die was gebraucht sind. Die Figur hat mich C-Version, auf C komme ich gleich zu sprechen, 19.000 Yen gekostet. Diese ganzen blöden Haare überall. Bei mir flimmert es überall. Die Katze, ich auf Katzen war vorhin drin. Und das fand ich einen guten Deal für das, dass die im Aftermarket sowieso so teuer ist. Es stand halt dabei, es ist eins von diesen Ribbons, beziehungsweise von diesen Dingern halt abgebrochen. Da dachte ich mir, fuck it, es ist dabei, also kann ich es ankleben. Das Lustige ist das an der Figur. Das ist das, warum man bei japanischen Figuren-Shops, wenn die einem erzählen, hey, das ist nur B oder das ist nur C-Figur und da steht dabei, keine Ahnung, irgendwas ist abgebrochen oder so, holt es euch trotzdem. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 C-Figuren, 2 oder 3. Und der Schaden ist meistens völlig, kann man denn... Wo habe ich meinen Pintel da? Was habe ich vorhin gemacht, dass der so staubig ist? Kann man meistens ignorieren. Und hier war das Lustigste, dieses Teil da, also das da war es, kam eingepackt in so einer Folie, dann habe ich das ausgepackt und dann schaue ich so nach. Das war nicht abgebrochen, sondern das wird hier unten, wird es wahrscheinlich reingedrückt und festgeklebt von der Firma, die wo die herstellt. Die ist einfach nur rausgegangen, weil wahrscheinlich zu wenig Kleber drin war. Ich habe die nicht mal festgeklebt. Ich habe das einfach wieder reingesteckt und fertig. Das heißt, ich habe eine C-Figur bekommen, die weniger gekostet hat als das Original. Klar, waren jetzt nur 15 Euro oder so. Aber halt immer noch 100 Euro unterm Aftermarket-Preis. Und als C-Variante. Geil. Deswegen kann ich nur sagen, schaut drauf, was bei der C-Variante steht. Und wenn was steht, dass es fehlt, habe ich selber noch keine bestellt, außer es stört euch nicht. Wenn so mal dort steht, es ist was abgebrochen und es ist noch dabei, also normalerweise steht dann Missing, das und das ist abgebrochen, ist scheiße, das ist nicht mehr dabei, aber wenn dann halt steht, ist detached oder halt abgegangen. Wobei detached eigentlich nicht immer abgebrochen heißt, sondern ist halt abgegangen irgendwie oder ist runtergefallen oder was weiß ich was. Kauft's euch, holt's euch, wenn ihr unbedingt die Figur günstiger haben wollt. Es gibt teilweise Figuren, die kosten bloß noch die Hälfte, da komme ich dann später noch zu einer. Oder hast du es später im nächsten Video dann? Geil, aber ich hätte gesagt, genug geschwafelt, genug gelabert. Boah, das sind fast 5 Minuten. Gehen wir zur Figur. So, und da haben wir sie, Baltimore. Wie Sie sehen, hat sie nichts an. Egal, gehen wir erstmal zur Base unten. Was natürlich gleich auffällt, sind die Beschriftungen. So diese Racing-Panels, was ja außen bei Racing gibt. Mit Manchu und Apex Toys. Manchu ist ja... Ist das nicht Manchu? Ist das nicht so dieses Küken, was man futtern kann? Da gibt es so viele so Süßigkeiten. Das ist auch vorne hier dabei, irgendwie sowas. Und dann die Reifen, die schauen echt cool aus. Wobei ich mich frage, sind das echt Rennfahrerreifen oder Truckreifen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dann haben wir hier unten, es ist so eine leichte Struktur drauf. Hier haben wir auch dann das, nee, das Azure Lane Logo ist das nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Logo ist, aber es ist halt eins drauf. Hinten ist dann auch nochmal dasselbe Aufdruck wie hinten. Da ein paar Streifen. Was jetzt bei der Figur noch gibt, warte mal kurz, wenn ich es wieder weiß, wo ich hinlege. Es gibt hier so ein Stabilitätsteil. Ich und dieser Scheißtisch. Ich muss das echt umstellen. Es gibt so ein Stabilitätsteil. Das kommt, soweit ich jetzt mitbekommen habe, hier hinten rein. Aber keine Ahnung. Es hält zwar, aber es rutscht mir irgendwie immer wieder raus. Und weil es so komisch schräg steht, schaut es scheiße aus. Deswegen habe ich es weggelassen und dachte mir, fuck it. Weil die Fahne wird hier... Ist gut, dass man es hier so nehmen kann. Die Fahne wird hier nochmal mit festgemacht. Es geht nicht ganz rein, was ich schade finde, aber ist eigentlich in Ordnung, hätte ich jetzt gesagt. Dann haben wir ihre Beine. Da steht groß Baltimore drauf und auf der anderen Seite Azure Lane. Finde ich cool, also so dieses Blau gefällt mir und so. Also mittlerweile bin ich irgendwie, haben es mir die Racing-Dinger auch ein bisschen angetan. Dann ihr mega verdeckendes, ich weiß nicht mal, ob man das Whistling nennen kann oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, Alter, ich meine, das ist ja nichts. Eigentlich ist das nur,
Das schaut eher aus wie so ein Streifen. Aber was cool ist, da sind auch so kleine Logos drauf, überall. Dann die kleinen. Also es sind ein paar Details an dem Stück Stoff, den sie da hat. Gehen wir mal für die wichtige Stelle für euch. Hinten ist natürlich genauso viel Stoff. Ja, ihr habt es gesehen. Was cool ist, finde ich, ist hier an der Seite. Es ist natürlich so dieses Racing-Teil, dieses Racing-Streifen. Ist das so eine Ziellinie? Irgendwie sowas. Ich schaue nicht viel so Racing-Zeug. Und was ich schön finde, ist hier so dieses Durchsichtige. Die haben da. Oh Mann, das kann ich euch doch so zeigen. Warum nehme ich eigentlich das Ding nicht? Das sind dann so durchsichtige Ärmelchen sind da dran. Und finde ich ganz cool. Ist hier oben, ist hier dann auch. Ah ja, und auf den Ärmeln sind dann auch nochmal. Da steht dann auch nochmal ganz klein Manchu drauf. Sieht man das? Da seht ihr das ein bisschen. Da steht auch Manchu drauf. Da stehen da mehrere Sachen drauf. Du Scheißding, Alter. Und Joestar steht drauf. Also Joestar und Manchu steht drauf. Dieser Scheißtisch. Ich hätte es nicht dahin machen sollen. Das war dumm. Ich soll jetzt ein bisschen weiter reinmachen. Dann, was auch ganz cool ausschaut, ist die Kette hier. Die ist ein bisschen beweglich. Also was heißt beweglich, ist eher flexibel. Dann kommen wir zu. Warte mal, aber hier können wir den Tisch ein bisschen nutzen, wenn wir ein bisschen weiter runterkommen. Zack. Kommen wir natürlich zu dem Riesenfetzen an Klamotten, den sie oben anhat. Also dieses Bikini-Oberteil. Ja, soll man sagen, es glänzt, es hat ein paar Streifen dran und fertig. Wobei man muss eins loben. Es ist mal kein 5 Meter Vorbau. Es ist schon mal ein Vorteil bei Azure Lane. Normalerweise hast du so eher so. Wenn ich euch die Figur so nah hinschiebe, ist die schon bei der Kamera der Rest. Ist immer schön, wenn es ein bisschen realer ausschaut. Dann haben wir oben halt noch die Streifen, die überall rumgehen. Das muss echt ätzend sein anzuziehen, muss ich dazu sagen. Aber hey, wer schön sein will, muss leiden. Hier haben wir dann so diesen Schulterpolster von ihrem. Das fällt mir gerade erst auf. Ich dachte, die Jacke hat sie nicht ganz an. Seht ihr mal, wie aufmerksam ich bin. Die Jacke geht auch nur so ein Stück. Das ist das Ding übrigens, was abgegangen ist, was dabei war mit Detached. Um es euch mal zu zeigen. Und das kann man einfach nähen. Und dann wird das hier reingesteckt. Und. Dann hängt es fest wieder. Ja, es ist ein bisschen locker. Ja, ich könnte Klebeband reinschmieren, aber. Kleber reinschmieren, aber warum? Es hält das so. Also nochmal. Hier hinten haben wir dann so diesen Jackenfetzen. Es sieht aus, wie wenn ihr jemand für die Klamotten geklaut hat und einfach alles weggeschnitten hat. Hat aber Style, muss ich dazu sagen. Vor allem. Ja, es ist halt so dieses ganze Bänderzeug wahrscheinlich, was da halt so zusammengehört, ne? Also dieses Outfit, wenn man es so nennen kann, darstellt. Hier natürlich dann auch wieder am Oberarm wieder diese Racing-Streifen. Und die Mütze. Kann man abnehmen. Schaut so. Schaut so Police Academy-mäßig aus ein bisschen. Das steht da drauf. Eagle Union. Ah, okay. Das Eagle ist das Zeichen von ihrer. In Azure Lane gibt es ja verschiedene Fraktionen. Und da ist dann, das ist scheinbar das Zeichen von ihrer Dingern. Die Eagles sind dann, glaube ich, die Amerikaner, glaube ich, gewesen. Weiß ich nicht genau. Ich habe es mal eine Zeit lang auch gespielt, also. Ich habe viel zu viele Figuren von Spielen, die ich eigentlich gar nicht spiele. Dann das Gesicht. Finde ich cool. So dieses leichte Lächeln. Es war ja noch ein zweites Gesicht dabei. Das, was ein anderes Grinsen, glaube ich, drauf hatte. Oder war das ernster? Nee, das war, glaube ich, ernster, das andere Gesicht. Ich finde das am besten. Also, das gefällt mir. Finde ich toll. Dann die Haare sind in Ordnung. Das ist halt eine Kurzhaarfrisur, da kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Die Schattierungen sind ganz cool. Oder beziehungsweise passt dazu. Es ist halt nichts Besonderes. Da vorne sieht man, dass es so ein bisschen durchscheinend ist. Da dieses Büschel Haare, was davor steht. Also es wirkt jedenfalls so. Und ja, ansonsten haben wir noch so dieses Halsband ein bisschen. Und dann kommen wir noch zu einem der größten Sachen, was wir dazu sind, natürlich. Die Fahne. Sieht cool aus, so diese längliche Fahne, die da so von hinten nach vorne geht. Die hält auch da. Wie gesagt, man kann sie auch ein bisschen. Ah ne, man kann sie nicht wirklich hinterschieben, weil die ist ja da festgemacht. Ist groß,
Schaut cool aus. Passt zum Thema. Mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Es ist halt grau, schwarz. Es ist also grau und weiß. Mit dem Asher Lane Logo halt drauf. So ein schönes Detail. Ich denke mal, das war's dann eigentlich auch schon. Also kurz mal zum Fazit. So, dann. Alles in allem, für das, was ich bezahlt habe, war es wert. Wie gesagt, es ist ja eine C-Version-Figur, weil ein bisschen war, deswegen habe ich es ein bisschen günstiger bekommen. Ihr bekommt sie immer noch überall zu kaufen. Aber, wie gesagt, Aftermarket-Preise, außer ihr kauft sie wahrscheinlich in Deutschland für den Originalpreis, da gibt es bestimmt noch irgendwo. Aber die kosten ja da an sich schon mehr, als wenn du sie irgendwie im Ausland bestellst, vor allem aus Japan. Also, wer Racing-Fan ist, sowieso, finde ich cool. Das Outfit ist halt stylisch. Wie gesagt, wenn man das Outfit nennen kann. Aber das habe ich nicht zu bestimmen. Ist mir eigentlich egal, was wir anziehen. Und ja, ich freue mich darauf, wenn ich dann das Dreierpack habe, wo dann zusammenpasst. Weil die gehen ja dann so leicht gebogen. Ich finde, die Base schaut cool aus mit dem Reifen. Die Base ist von den anderen schon auch so relativ cool aus. Deswegen habe ich sie mir dann auch... Also die eine vorbestellt, die eine gab es nicht mehr. Die kaufe ich mir dann, wenn sie rauskommt. Ist alles auch nur für das Jahr geplant. Und je nachdem, wie es verschoben wird. Ja, wer Bock drauf hat, kauft es euch. Wenn er es hofft, zu einem guten Preis, dann müsst ihr halt öfter mal schauen auf Ami Ami. Ansonsten werdet ihr wahrscheinlich so mindestens 30, 40 Euro mehr zahlen. Bis vielleicht 100 Euro. Naja, wobei, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Jetzt ist eigentlich die ganze Zeit Bullshit. Es sind meistens eher so 60, 70 Euro, also so 10.000 Yen mehr. 21 hat sie ungefähr gekostet, 31.000 Yen ist so, oder 32.000 Yen ist, glaube ich, so das Höchste, was ich bis jetzt gesehen habe. Vielleicht auch 33.000 Yen, was so 10.000 Yen mehr macht, was so 60, 70 Euro ausmacht. Und ja. Also nochmal, ich mag die Figur, ich finde sie super. Mir gefällt sie, auch wenn sie am Anfang... manche Figuren sind so, die werden angekündigt, dann ignoriert man sie, weil sie denken so, muss ich nicht unbedingt haben. Und wenn sie dann rauskommt, dann ist sie so, ja, eigentlich sieht sie schon echt cool aus. Also von der Ästhetik und vom Style her finde ich sie schon cool. Klar, es ist natürlich wieder darauf ausgelegt, oh, es schaut heiß aus, oh, es schaut sexy aus. Aber mir geht es so um den Gesamteindruck von den Figuren. Mag mir aber glauben, wer will, aber... Ich kaufe hauptsächlich Figuren, weil ich sie cool finde. Wer sich daran gerne aufgeilt, bitteschön. aber das ist ein anderes Thema. Wobei ich auch schon mal auf My Figure Collection... von jemandem gelesen habe, der eine gebrauchte Figur von jemandem von da gekauft hat. Man sollte gebrauchte Figuren, glaube ich, nicht mit was ableuchten. Mit, boah, wie heißt's? Nicht Infrarot, sondern... Ja, also manche benutzen ihre Figuren nicht dafür, wo sie eigentlich gedacht sind, zum Hinstellen und anschauen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.